Doch, 60, 61. Alle 62. Faszinierend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, und jetzt geht's ab hier wieder in 3 Schritten nach oben. Eins, zwei, drei. So. Das ist ein Wahnsinnsfeld, wenn das mal fertig ist. Hier gleich mal an. Jetzt haben wir hier schon gleich wieder Oberfläche. Also so nah wie dieser Schwein klingt, könnte man das ja fast meinen. So. Sieht man eigentlich was? Ja, man sieht schon ein bisschen was. So. Ja, mal so rein Interesse halber, danach mal noch mit F3 schauen, welcher Höhe wir denn im Endeffekt überhaupt rauskommen. Oh, warte, hier soll ich dann das vielleicht einigermaßen noch der ganz anderen Maßnahme treu bleiben, hier auch einheitlich auf Steingrund zu bauen. 2, 3. Schönes Lied im Hintergrund. Ich höre leider gar nicht raus, welches es ist. Steht auch nicht da, leider. Ups. Die nächste. Jetzt hat man schon viele Fackeln, die wir haben. Ja, wir kommen jetzt eher wieder in die Oberfläche. Auf welcher Kantenhöhe sind wir? Auf 78 sind wir oben. Dann sind wir auf 72. Wir könnten eigentlich noch ein Stück höher gehen. Guck, man sieht halt gerade absolut gar nichts, leider. Das bringt allerdings jetzt auch nicht viel zurückzugehen. Hier dann eigentlich schon mal auf der Ebene. Da
aber Tag eigentlich ganz nett. Okay, jemand wird jetzt absolut nichts mehr sehen, denke ich mal. Ich überhaupt noch Fackeln? Ja, 8 Stück, aber es reicht nicht. Was mit dem F3-Screen wieder aus? Ja, man sieht jetzt, glaube ich, schon wieder absolut nichts mehr. Das ist einfach so bitter, dass es keine Helligkeitsoption gibt. In diesem Spiel aktuell. Aber ich kann es nicht ändern. Es gibt zwar jetzt schon Betten, aber da habe ich jetzt keinen Star gerade. Ich könnte höchstens. Also, was ich würde sagen, ich bleibe sie einfach mal kurz stehen. Es gibt kurz einen kurzen Cut. Wenn ich melde mich wieder, wenn es hell ist. Ich denke, das ist eine eigentlich relativ angebrachte Idee des Ganzen. Also, bis gleich. So, man sieht gerade, es wird langsam heller. Doch nicht ganz. Nein, aber ich denke mal, es ist jetzt ja genug, dass man wieder einigermaßen gut weiterarbeiten kann hier. Na, nee, aber ich kann noch weiter auffüllen, wäre nicht cool fürs Feld. Wo kommen jetzt hier schon? An dem Zwischenhügel hier auch. Und an den Grenzen an. In dem ja. Würde ich sagen, lassen wir es. Auf dieser Höhe hier. Kommen wir noch etwas. Nämlich elektrisch. Ich mache halt auch eine andere Anlage, muss da oben drauf. Unsere elektronische. Doch, es ist eigentlich nicht. Unsere elektronische Steuerungsanlage kommt da noch hin. Und ja, wie geil ist das denn? Man sieht hier noch über die anderen Felder dann hinweg. Oh, das ist perfekt. Das ist wirklich quasi perfekt. Ein bisschen, wenn auch optimal, wenn es ein klein bisschen höher wäre. Aber da kommen wir nicht wirklich hin, dass es noch gut aussieht hier mit der restlichen Umgebung. Wir machen das so. Dann bei der überliegenden Seite halt dieser Klappausgang und hier ein bisschen höher. Das heißt, ich kann vielleicht einfach 2 Ebenen kommen noch hinten dran. Das würde schon deutlich zwingen. Ja, also können wir uns sogar erlauben, noch 2 Ebenen höher zu gehen. Schaufel kaputt. Gut. Oh, wir haben Blumen. Ich habe sogar eine gelbe Blume gefunden. Den hier baue ich trotzdem noch bis zum Ende durch, beziehungsweise bis hierhin. Weil dieses Ding hier werden wir sowieso noch brauchen. Ja, da kann man leicht noch was in die Höhe gehen. Also ich würde sagen, es war so, dass es hier in dem Berg schön abschneidet, also schön abschließt. Hier eine Ebene höher. Geht noch eine? Ja, eine geht noch, komm. Wozu der Geiz? So. Das hier wird jetzt unser neuer Abschluss. Und das. Ah ja, das wird cool. Das wird mega episch. Ich weiß jetzt absolut nicht, was ich da unten alles reinbauen könnte. Was? Weil da wird ein schön großer Hohlraum entstehen. Ist in diesem Teil hier vorne, der auch gut dunkel sein wird. Den ich auch nicht für die ganze Elektrik brauchen kann. Ja, wird dann interessant werden.
So. Ja, aber viel höher wäre nicht gegangen. Auch von dem Berg her wär höher nicht drin gewesen eigentlich. Jetzt muss ich dann auf der anderen Seite noch gucken. Wie weit ich denn überhaupt gehen muss dann. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte vom Feld. Das den Stack hier kann ich noch in Ruhe verbauen. Dann sollte ich eventuell langsam ein bisschen aufpassen, wie weit ich gehe. Bingo, hier vorne ist schon ein kleines Stückchen. Alter. Das wird so heftig, riesig werden die Anlage hier. Hilfe, ich habe Angst, ich habe gerade Angst. Ob ich das überhaupt fertig kriege? Und sehr viel Kies. Okay, das ist jetzt ungünstig. Ja, gut. Planänderung. Komm in der ganzen Sache hier oben entgegen. Oh. Hallelu. Schön. Wie wird das? Wir müssen von der, von hier müssen wir genau 9 rein. 1, 2, 3, 4, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da ging ja schon ganz gut. Hier hat man nur gerade irgendwie. Warte, wir haben Holz und wir haben Kohle. Perfekt. Können wir sogar ein bisschen mehr Fackeln machen. Das ist gut. Da würde ich vorschlagen, komme ich einfach mal von der anderen Seite entgegen. Alter, das wird so riesig werden. Shit. Warum habe ich das angefangen? Warum in diesem übertriebenen Maße? Ich glaube, das ganz allein das Anpflanzen dauert 3, 4 Tage in-game. Gottes Willen. Ja, ist ja gut. Ja, passt schon, Kuh. Alles okay. Du wirst schon nicht geschlachtet. Alter. Also wirklich jetzt? Doch übertreiben. Was macht diese Kuh? Wenn wir das Lied nicht eben erst hatten schon. Nee, ich denke mal, das hatten wir schon. Deswegen tut es mir leid, aber ich schalte weiter. Aber es muss nicht sein, dass ich keine Playlist, die 8 Stunden hat, nach gerade mal 2,5 Stunden. Okay, das wird lustig. Ich bin in meine Baumfarm rein.